weiß nicht, wie es euch geht, aber 2020 habe ich echt Gaming für mich wieder entdeckt. Eigentlich hat Gaming schon immer zu meinen Hobbys gehört, aber in 2020 hatte ich seit dem Beginn meines Arbeitslebens endlich mal wieder das Gefühl, dass ich mir auch wirklich Zeit dafür nehmen kann. Außerdem hat letztes Jahr relativ häufig die Japan-Sehnsucht reingekickt und deswegen stelle ich euch heute meine Top 3 Spiele vor, die mir in 2020 geholfen haben, meine Japan-Sehnsucht zu lindern. Und wir rollen das Feld von vorne auf und nicht von hinten, wie man vielleicht vermuten könnte. Das heißt, wir fangen bei Platz 1 an, denn Platz 3 könnte ein kleiner Geheimtipp sein. Animal Crossing New Horizons. Wer hat es 2020 eigentlich nicht gespielt? Ich weiß gar nicht, was ich euch groß dazu erzählen soll, weil ihr es wahrscheinlich eh alle kennt. Aber für den Fall, dass sich hier jemand herverirrt hat, der noch nicht von Animal Crossing und vor allen Dingen noch nichts von New Horizons gehört hat, für den verlinke ich in der Videobeschreibung mal ein Video von Game 2, wo sie unsere absurde Beziehung zu diesem Spiel relativ gut zusammenfassen. Das erste und auch das letzte Animal Crossing, was ich vor New Horizons gespielt habe, war Wild World. Und ja, ich glaube, ich werde alt. Na gut, Pocket Camp habe ich auch ziemlich gesuchtet, aber Pocket Camp zählt, glaube ich, nicht so richtig. Das heißt also, ich habe einige Teile der Animal Crossing-Reihe, wie zum Beispiel New Leaf, ausgelassen und wusste gar nicht so richtig, was mich erwarten wird. Ich bin auch nicht direkt im Anfang, Mitte März auf den Hype-Train mit aufgestiegen, sondern war erst so kurz vor Ende März oder im April dabei und habe mir das Spiel dann gekauft, nachdem mich ein paar Freunde überzeugt hatten. Aber holy moly! Was Animal Crossing New Horizons an Japan-inspirierten Items, Charakteren, Bezügen, Referenzen und Eigenheiten in sich hat, das habe ich nicht erwartet. Nach fast einem Jahr New Horizons kann ich euch sagen, egal ob ihr traditionelles Japan-Feeling, alltägliches Japan-Feeling, ländliches Japan-Feeling oder Tokyo-Feeling oder sonst irgendein Japan-Feeling haben wollt, Animal Crossing New Horizons hält die Möglichkeiten für euch bereit. Natürlich kann man sich fragen, ob die Exklusivität und Rarität mancher Items das Spiel jetzt besser oder schlechter macht, aber ich lieb's total. Dadurch trifft man sich mit anderen Spielern, tauscht sich oder auch einfach nur Items aus oder man geht jeden Tag mindestens einmal ins Spiel und schaut im Laden vorbei. Und ja, seit dem 29. März 2021 war ich jeden Tag mindestens einmal kurz im Laden. Wie? Ich weiß es nicht. Ich wünschte, ich würde andere Gewohnheiten so easy etablieren wie diese. Ich glaube, mehr muss ich wahrscheinlich zu Animal Crossing New Horizons auch gar nicht sagen. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich regelmäßig spielen oder gefühlt schon durchgespielt haben. Für mich ist es auf jeden Fall mit einer Spielzeit von über 400 Stunden, die ich in meine Insel reingesteckt habe, auf jeden Fall auf Platz 1 dieser Liste gelandet. Die Sims 4 ab ins Schneeparadies. Ich hatte über 4 Jahre lang kein Sims mehr gespielt und gefühlt meine Sims-Sucht endlich überwunden. Und ich habe damals auch Sims 4 boykottiert, wie ganz viele andere Sims-Spieler. Ja, und dann hat mich EA einfach mit einem japanisch inspirierten Erweiterungspack bekommen. Sorry, not sorry. Aber Leute, egal ob ihr Sims-Spieler seid oder nicht, hier die Empfehlung. Ab ins Schneeparadies war für mich gefühlt wie ein Japan-Mini-Urlaub. Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, ob Sims für euch was sein könnte und ihr das Spiel mal ausprobieren wollt, fangt mit diesem Erweiterungspack an. Also, ihr braucht natürlich auch noch das Grundspiel, ne? Abseits von japanischen Kleidungsstücken, Frisuren, Dekoobjekten, Möbeln und sonstigen Items in Erstell- und Baumodi bietet aber auch die neue Nachbarschaft in Monkomodebi einen so authentischen Japan-Vibe, ich hab's total gefeiert. Samt Gacha Gacha, aka Simis, Getränkeautomaten, Izakaya, Onsen, Tempel und Schreinen, Bambuswald und. Ich will euch hier ja nicht zu viel spoilern. Wie cool! Wie cool! Wie cool, hier fährt einfach ein Zug!
Es gibt einfach unheimlich viel zu entdecken, wie in einem Japan-Urlaub eben. Außerdem gibt es viele neue Gameplay-Features, die einem so ein bisschen japanische Alltags-Vibes bringen. Das fängt damit an, dass ihr mit Stäbchen essen könnt und ihr könnt sogar die Art der Stäbchen auswählen. Und apropos Essen, es gibt super viel neues japanisches Essen im Spiel. Hier mal eine kleine Auswahl. Onigiri, Yakisoba, Ramen, Matcha Latte. Ihr könnt sogar Nabe am Kotatsu machen. Wer möchte, kann sich auch in einem typisch japanischen Salaryman-Job zu Tode schuften, weil er jeden Tag nach der Arbeit noch einen Bericht schreiben muss. Aber wie gesagt, ich wollte euch ja nicht zu viel spoilern, denn es macht eigentlich am meisten Spaß, alles in diesem Spiel selber zu entdecken. Insgesamt bin ich einfach mega geflasht, wie gut und authentisch EA diesen Japan-Vibe in diesem Erweiterungspack hinbekommen hat. Da steckt einfach Liebe in den Details und das macht Japan für mich auch zu so einem gewissen Grad irgendwie aus. Es gibt übrigens noch ein weiteres Erweiterungspack, ich glaube, es heißt Großstadtleben, was so ein bisschen Japan-Vibes haben soll, vor allen Dingen eher halt natürlich Großstadt, also Tokio-Vibes. Das habe ich aber auch noch nicht so viel gespielt, dass ich dazu jetzt was sagen kann, deswegen lasse ich das hier außen vor. Ab ins Schneeparadies ist aber eine unglaubliche Empfehlung von mir, wie gesagt, Japan-Mini-Urlaub-Feeling und deswegen ist es hier auf Platz 2 gelandet. Consider It oder auch Kugiyomi. Und nun kommen wir zu meinem kleinen Geheimtipp. Ich habe, glaube ich, noch nie ein seltsameres, gleichzeitig witzigeres Spiel gespielt, was an so vielen Stellen Bezug zu japanischen Verhaltensweisen und zur japanischen Popkultur nimmt. Wie erkläre ich euch das Spiel am besten? Fangen wir mal mit dem Titel an. Kukiyomi oder eigentlich Kukiyoyomu ist eine japanische Redewendung und das bedeutet wortwörtlich übersetzt die Luft lesen. Kuki kann aber auch sowas wie Stimmung oder Atmosphäre bedeuten. Das heißt, man könnte es auch übersetzen mit die Situation oder die Stimmung einschätzen oder die Atmosphäre spüren oder wenn man ganz frei übersetzt, dann landet man bei zwischen den Zeilen lesen. Und genau so könnt ihr euch das Spiel eigentlich vorstellen. Das Spiel besteht aus 100 Minispielen und jedes einzelne Minispiel ist wie so eine Art kleine Kurzgeschichte. Ihr werdet ohne Kontext reingeworfen und müsst dann alle Puzzleteile selber zusammensetzen, sag ich jetzt mal. Das heißt, ihr müsst jedes Mal überhaupt herausfinden, was zu tun ist und vor allen Dingen jedes Mal wieder neu herausfinden, wie ihr eigentlich irgendwas steuert. Bei manchen Minispielen habe ich echt das Gefühl, die kann man nur verstehen, wenn man schon mal in Japan gelebt hat oder sich wirklich echt gut mit japanischen Gepflogenheiten auskennt. Oft wird halt auch mit sehr typischen, teilweise auch recht fragwürdigen Klischees und Stereotypen gearbeitet. Bei manchen Minispielen habe ich selber auch einfach null Plan, was ich eigentlich machen muss. Aber genau das macht das Spiel eben auch so spannend und so witzig. Und das hat mich irgendwie auch während dem Spielen so in meine Zeit während dem Auslandssemester zurückversetzt. Ich habe beobachtet, was andere machen. Ich habe versucht, die Situation irgendwie einzuschätzen und einfach das nachgemacht, was andere machen oder das irgendwie für mich angepasst oder einfach fürs nächste Mal draus gelernt. Und ganz nebenbei hat es so den typisch japanischen Fernsehhumor, wo man nie weiß, ob das jetzt wirklich witzig oder eigentlich nur cringe ist. Neben dem normalen Modus gibt es übrigens noch einen Unconsiderate Modus, in dem ihr alles falsch machen müsst, bewusst. Dann gibt es noch einen Zweispieler-Modus, der in das ein oder andere Minispiel noch mal ein bisschen einen anderen Twist reinbringt. Und dann gibt es die Secrets. Das nenne ich liebevoll so Titel, die man erhalten kann, wenn man bestimmte Minispiele auf bestimmte Art und Weise falsch macht. Ja, also ihr merkt schon, selbst wenn man alles richtig considered hat, also wirklich alles überall richtig zwischen den Zeilen gelesen hat, dann wird einem in diesem Spiel echt nicht langweilig. Mittlerweile gibt es sogar ein Considerate 2. Ich blende euch hier mal kurz das Titelbild ein. Und prinzipiell ist es dasselbe Spiel, nur eben mit 100 weiteren Minispielen. Beide Spiele gibt es auch für die verschiedensten Konsolen und Plattformen und sie kosten eigentlich im Download-Shop eurer Wahl nie mehr als 5 Euro jeweils. Und deswegen ist dieses Spiel nicht zuletzt auch wegen des Preis-Leistungs-Verhältnisses mein Geheimtipp und Platz 3 aus 2020. So, und falls jetzt jemand fragt, und was ist mit Yakuza?
Die Yakuza-Reihe habe ich erst im Februar 2021 angefangen, deswegen habe ich das jetzt hier auch noch nicht mit in das Spiel reingenommen. Aber bisher finde ich die Reihe wirklich sehr toll, aber ich sage jetzt noch nicht zu viel dazu. Es gibt auch noch so viele andere Spiele, über die man reden könnte, die so ein bisschen Japan-Sehnsucht lindern und einem Japan-Feeling geben. Viele davon habe ich bereits wahrscheinlich auf meiner Liste stehen. Es würde mich aber trotzdem nochmal interessieren, was so eure Top-Spiele sind. Wenn ihr Japan-Sehnsucht habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, das Auftaktvideo der Japan-in-Deutschland-Reihe hat euch gefallen. Wer Bock auf mehr hat und noch nicht abonniert hat, das hier ist jetzt der Friendly Reminder, dies zu tun. Ansonsten findet ihr hier noch zwei weitere Videos, wahrscheinlich irgendwann die nächsten Teile dieser Japan-in-Deutschland-Reihe, jetzt sicherlich noch irgendwas anderes, da das hier der erste Teil ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.